Junge, 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 auf zum Futterbunker. Aber wie gesagt, ne, ist ein Hase, aber der nützt uns hier gar nichts. Nein. Ja. Ja, da müssen wir uns halt da voll essen, weißt du? Ja, mach mal. Ja, da gibt es ja auch so kleine Fleischproben, glaube ich. Ne? Wir waren ja damals schon mal drin in dem. Ach, ich weiß, welchen du meinst. Jetzt weiß ich, welchen du meinst. Ja, da gibt es so kleine Fleischwürfel-Dinger. Ja, also Proben da, keine Ahnung. Essensproben. Ja, der schon Warte wieder mal, das... ich bin ein bisschen außer Atem. Ja, der hat schon wieder seine Folie aufgehangen. Der macht das runter. Damit. Weg damit. Ah. Eine Feldration. Du bist da, ja. Ja. Ah. Was? Du hast dich so schnell umgedreht von mir, ich weiß es nicht. Das hat komisch geklungen. Da war ein Böser. Hat sich unterm Laub versteckt. Meinst du? Ja, 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 ich hab da gesehen, ich hab da gesehen. Ach, Aloe Vera. Okay. Das scheint es jetzt um die Jahreszeit ein bisschen verstärkter zu geben, oder? So im Herbst gerade. Lachsbären. So, wenn es rumherbstelt. La 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 la. Plitsche Platsche. Plitsch, Platsch, Plitschi, Platsch. So, dann hier oben lang. Wir hätten ja auch mit dem Golfwagen fahren können, weißt du? Wenn du nicht immer so ein Gezeter machen würdest, weil du Golfwagen fahren musst. Ich mach das nie. Ich finde den schön, dass der jetzt bei uns da vor der Haustür steht. Na gut. So. Wir können ja mit dem nächsten fahren, da war ja noch einer. Nee. Doch. Nachher da stehen waren zwei gestanden. Nachher stehen da 40 Golfwiegen in der Hofeinfahrt, weißt du? Nein, nein, mit einem können wir ja immer fahren, wenn dir das lieber ist. Aber wenn wir halt fahren, dann finden wir halt auch keine Bärchen mehr und sowas. Ja, 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 ja. Weil wie du ja gesehen hast, prescht über alles drüber. Du machst alle Büsche kaputt und so. Das kann ich gut. Ja, wie... So, hier muss es irgendwo sein. Um die Xop. Ach nee, noch ein Stück. Die GPS-Verteiler. Na, noch ein Stück. Und da war doch irgendwo dann auch der Zugang in dem ersten Ding, wo wir schon mal drin waren, ne? Da ist ja dann auch noch ein Zugang. Das ist ein Zugang? Ja, ja. So, das sieht gut aus hier. Die ist schlecht. Gibt's ja noch eine Battery? Ja, mitgenommen. Siehst du? Siehst du? So, und hier soll das wohl sein, haben die gesagt. Hätten wir ja schon gar nicht mitnehmen können. Hätten wir jetzt nicht zu Hause schon ein bisschen hier alles aufgeräumt, weißt du? Ja, 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 ja. Oh, muss ich da auch rein? Nee, du heute nicht, weißt du? Ja, dann gehe ich gleich wieder raus. Das gefällt mir nämlich gar nicht hier drin. So. Ich habe mal die Pumpe im Anschlag, aber ich glaube, das geht hier. Aber warte mal, ich habe doch auch eine Taschenlampe, oder? Du hast mit Sicherheit auch eine, ja. Du musst sie nur benutzen. Aber ich glaube, hier ist nichts Böses drin. Hier war doch bloß der Lebensmittelbunker. Naja, das weiß man ja immer nicht so genau. Also damals war es jedenfalls so, dass das hier ganz friedlich war. Und hier brummt jetzt irgendwas, aber was das ist? Aber es gab ein Patch. Es gab viele Patches. Ja. Das ist ja auch schon sehr lang her, dass wir das erste Mal Da hast du dich jetzt echt erschrocken? Ich hab das, ich hasse das so sehr. So, hier, schau mal, hier ist ein Loch. So, ich mach das mal auf für dich, ja? Ich bin Gentleman. So, ja, jetzt. Kann ich mal einen Schluck trinken, ne? So, da sind wir schon. Tschüss. Das ist doch nett. Wie kann ich denn jetzt meine blöde Taschenlampe wieder wegpacken? Mit L. L wie Luisa. So. Jetzt ist es schon wieder dunkel hier. So, was haben wir hier? Eckwürfel. Ja, das war das, wo wir nicht so genau wussten, ob das wirklich echter Speck ist. Attention, attention. Was? Die sagt attention, attention. So, hier könnten wir auch durch, ne? Hier gehen wir hier gleich durch. Warte mal.
Weiß aber allerdings nicht, ob wir die Karte haben. Ist ich jetzt hier so eine Ausnahme? Lass uns doch hier mal noch schnell schauen. Mal, hier steht auch noch was drin. Pfeile. Pfeile, Akkuschrauber. Aha. Mehl. Speckwürfchen. Oh, ich kann schon keine Speckwürfel. Aber dann mache ich erstmal so ein. Ist mal so ein. Hallo? Tag? Die chillen ja voll ab, die Typen. Ich bin noch nicht so weit. Weißt du, ich möchte halt auch hier. Ich esse so einen Speckwürfel. Alles einsammeln. Hier riecht es irgendwie wie Gas. Das ist Gas. Fliegen wir jetzt in die Luft? Ja. Ich esse noch so einen kleinen Riegel. Was ist denn Schlapper? Naja, da hat einer. Das ist ja du, mein Gott. Hat einer eine Allergie? Ja. Ja, ich glaube schon, da hinten geht es dann weiter. Wenn wir denn den Zugang haben, aber ich glaube schon. Dann gehen wir da mal hin. Los, wir gehen da hin. So, ich teste mal. Jawohl, geht. So, warte mal, da muss ich mal die Lampe wegmachen. Attention, attention. Please coming to my Knusperhäuschen. Oh, schau, solche Bäume möchte ich zu Hause auch haben. Kriegst du dich? Du kannst hier putzen. Warum mit nicht? Ich verstehe nicht, was die sagt. Ich auch nicht, nur Extension. Früher gab es hier die Armbrust. Die lag hier einfach so im Gang drin. Was? Ja. Vielleicht im nächsten? Das kann sein. Ja. Mach niemals nie, aber ich weiß auch, hier gab es... Oh, Babys. Babys. Na komm. Ach, du machst das schon. Ich brauche ja wohl nicht machen. Ich mochte schon. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da vorne nicht was anderes noch kommt. Nö, das werden wir gleich sehen. Hier gibt es nämlich auch noch Pfeile. Genau, hier. Ja, und da ist Dosen. Er. Da ist sie. Da ist sie. Oh. So. Die ist cool, die will ich haben. Ja, du kriegst sie doch, kannst du haben. Oh, schau, da ist Gesundheitsmischung. Energy Mix. Und dann ist noch ein Döschen. Njam, njam. Njam, njam. Aber du mochtest die irgendwie nicht, gell? Die kann ich mich erinnern. Die Armbrust mochtest du irgendwie nicht. Die hat doch was von Muschi gerade gesagt. Was? Ja, Muschi. Oh, hier ist ein... Und die Bolzen hier, die nimmst du nicht mit, ne? Zum Nachladen drücke R. Die Armbrustbolzen, die da in der Wand steckten, hast du die mitgenommen? Die habe ich doch gedacht, hier ist ein Dicker übrigens, ne? Ich sag's doch. Was? Monsi Monsator rennt hier rum. Ah, läuft er. Kai aus der Kiste. Der andere Kai. Oh, hier, schau, hier gibt's noch ein paar Pfeilchen. Ich hab's doch gewusst, dass hier irgendwas kommt. Ja. Ihm ging's aber gar nicht mehr. Der ist gerade hier hinten reingelatscht. Da hinten ist er. Ich glaub, das war jetzt nicht gut. Wieso nicht? Verfallen Sie bitte nicht in Panik. Oh. Da hängt ja einer drin. Im Kohl? Panik, ich? Nö. Ja, im Kohl hängt da einer. Steckt da auch noch ein Armbrustbolzen im Rücken? Ich weiß nicht. Was ist jetzt? Hast du ihn erledigt? Das weiß ich noch nicht. Ich habe das zumindest das Gefühl. Aber ich werde schon wieder meine Lampe ausrüsten müssen, weil ich sehe nämlich nicht hier. Kuckuck. Es ist sehr undurchsichtig alles hier. Ja, ich glaube, den haben wir wegmanscht. Und wo ist die Haut? Oder er ist weitergelaufen. Das kann sein, weil... Nee, der ist doch nicht mehr hier. Der ist weggelaufen. Der hat Angst vor dir. Hier, Batterien und Tintenpatronen. Achso. Uiuiuiui. Habe ich doch schon alles eingesammelt. Klär das ruhig erstmal. Habt ihr doch schon alles eingesammelt? Hast du alles eingesammelt? Aber selbstredend. Ich bin leider voll mit Druckerkram. Ja, immer Druckerkram, ich auch. Kann ich mal aufhören zu reden, es nervt mich. Ja, aber ehrlich, ey.
So, hier können wir uns ein bisschen Haut holen. Ja, genau, wieder 3, 2, 1, warte. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Machen wir. Schaleim, Schaleim. So. Ja, ist auch gut. Guten Tag. Kann man da reingehen? Na klar. Wie elektrisch. Ja, Na klar. So, wir brauchen, glaube ich, eine Nahkampfwaffe, oder hier drin? Oder wir können hier gar nicht rumfighten. nö, ich kann meine Waffe gar nicht nehmen. Kamikaze-Waffe. Es ist aber gemütlich hier. Findest du? Jo. Na ja, aber du wirst mal auch mal wieder gewaschen. Ja, das ist ja wichtig. Ich habe ja vorher gesagt, ich will duschen. Oh, jetzt habe ich mir das Tablett voll gegen die Lippe. Ja, siehst du, und der muss wieder eincremen. Steffi, grüß Ja. dich. Hallo Steffi. Wir sind ein bisschen im Pool unterwegs. Ja. Viel Spaß auf der dunklen Seite. So, da hinten geht's durch. Ich fürchte es fast. Da liegt einer rum. Lebt der noch? Nee. So, hier können wir jetzt auch rumgehen, aber wir gucken uns erstmal den Typen an, ne? Oh, wieder gegen die Lippe gehauen. Ja, das ist furchtbar. Guten Tag, mein Freund. Okay, hier würde die Schlüsselkarte auch passen. Oder wollen wir erstmal da an die andere Seite gehen? Naja, natürlich. Naja, natürlich. Ist das selbstverständlich? Aber ich glaube. Also wenn, dann machen wir alles erstmal hier fertig, oder? Ja, wir machen die alle fertig hier. Oh, ach, das war die Kommandozentrale. Hier gibt es Story. Ich esse mal sowas. So, Prösterchen. Gluck, 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 gluck. So, hier passiert irgendwas ganz Wichtiges. Schau dir das an. Yes. Aha. Tja. Das ist doch nett. Ich habe Virginia Paftons Karte gefunden, ne? Können wir Virgie gleich wiedergeben. Es ist sehr gut. Ja. Hier ist mal was zu lesen. Wie lesen? Ich kann nicht lesen. Danke. Someone needs to tell Paften. Ja, da ist was schiefgegangen. Meinst du? Ja, da Schau mal, da hinten auf dem Tisch ist auch noch mal was zum Lesen gewesen. Das ist die Position des Wohnbunkers. Das nehmen wir natürlich gern mit, ne? Das nehmen wir mit. So, und da ist die Karte vom Hier ist Wohnbunker. Munition noch. Also es gibt zwei Wohnbunkersäße. Jeweils im Norden und im Süden von dem Eisgebiet, kann man sagen, am Strand. Ne? Weiß Bescheid. Kann sich natürlich wieder kein Mensch merken, ist klar. So, was hast du noch gesagt? Was gibt's noch? Da oben Munition noch. Hier in Oh, dem Regal. La Munition. Schrotflintenobst. Schau dir das mal an. Was ist da los? Was ist da los? Das Hast du sind dir den die. Film da oben angeguckt? Ja, die Paften sind es. Naja, schau, zuerst sind die alle ganz nett und dann, ah, da hinten. Ja, die wären alles Zombies. Das ist hier Walking Dead. Ich sag's doch. Ekelhaft. Schau, jetzt siehst du wieder, wie sie alle ganz normal. Ja. Lala und Lulu und. Lala und Lulu. Vor allem, wenn sie sich verwandeln, verlieren sie sofort ihre Kleidung. Das ist erschreckend. Taschenlampen. Vorrichtung. Also das Laservisier für die Knarre ist wirklich sehr schlimm. Du hast das hier auch einmal aktiviert, oder? Was? Den PC hier. Ja, der ist aktiviert. Ich muss mir eben noch Okay. schnell meine Schrotflinte pimpen. Pimpen? Wie kann man Pimpen. die Na, pimpen? wir haben doch so Teile gefunden. Haben wir? Hallo? So. Ah ja, okay. Okay. Ach, wie traumhaft. So, wie sieht's Ach, aus auf mit die. Warte mal, auf die Pistole kann man ja auch 40 was draufbauen. Ja, aber mach nicht Oh, das wir haben ja Laser. ganz viele lustige Sachen. Ja, aber das Laservisier würde ich da nicht draufbauen, weil da kannst du nicht mehr richtig zielen.
Glitter. Ja, wir haben nur geile Sachen. Weil wir sind ja die Besten, weißt du? Das Laservisier. Ach, das Laservisier ist scheiße. Ja, das kannst du für die Schrotflinte nehmen, aber nicht für die Pistole. Aha. Weil das habe ich mal gemacht und das hat mich nur genervt. Bitte? Mit der Pistole kannst du... Dann auf die Schrotflinte, du mirst es ja, weißt du? Kannst du so besser zielen. Ja, ja, ich sag's doch, ich sag's doch. So. Dann lass mich mal auf die Karte gucken. Dann habe ich auch gepimpt. Mhm. Nein, wir müssen doch da noch jetzt darüber. Das andere Ding, ja, warte ganz kurz, bitte. Das andere... Oh, ich bin schon im Wasser, ich bin eine Wasserratte. Plätschiplätz. Es ist furchtbar. Juhu. Jetzt müssen wir hier wieder durchtauchen, ja? Wieder zurück. Wieder gegen die Lippe. Ja, was machst du denn auf sowas? Na, die Tabletts, die da liegen immer die Tabletten, schwimmen da oben. Die und Tabletten, ich jawohl. Die Lippen, die Tabletten. So. Geh du mal vor. Oh, jetzt brauchen wir die Schrotflinte. Ich kenne das jetzt Gebiet. Jetzt brauchen wir die Schrotflinte? Ja, das ist eine ganz mieses Gebiet. Warum sagst du sowas? Mein Gott. Schießt du schon? Ich habe eine Sequenz. Das ist ein Special Forces Kollegen. Ich habe keine Sequenz. Bei ja, dann, mir laufen die ja alle schon rum. Dann und, schieß um dein Leben, bitte. Keine Moment. Ach nee, jetzt habe ich eine Sequenz. Verdammt. Das sind die Paftens. Die wollen dich essen. Ja, was denn jetzt? Miss Paften, ich bin da. Dicker, hör auf. Lade nach. Oh, ich muss mal die Pistole nehmen, das wird nix. Notfalls Axt nehmen. Au! Oh, der kam von hinten. Das ist... Keine Munition? Doch. Okay, einer ist weg. Aber warte mal, die kann man häuten hier. Okay, los geht's. 3, 2, 1. Ja, häuten die alte Paften. Ach, wir hatten noch ein bisschen... Aber die alle häuten? Die können wir alle häuten, ja. Glaube ich, oder? Nee. Noch den alten. Nee. Hier ist der alte Paffen. Komm her. Den häuten wir auch, den alten. 3, 3, 1, jetzt. So. Warte, ich muss mal ein bisschen was anlegen. Ja, ich auch. Ich habe nämlich ganz schön was verloren jetzt. Ja, also energietechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus bei mir. So, also energietechnisch aus, aber ich habe halt Rüstung verloren, ne? Barbara Paften. So, hier gibt es noch ein Essen von Virginia. Schmeckt halt sehr gut, ne? Alles. So. Hier haben wir noch einen Typen. Was haben wir denn hier noch? Was gibt's denn hier noch Schönes? Döschen. Stößchen. Da muss man was essen hier. Ich durchsuche mal eben die Tische. So, genau. Wir fangen mal da hinten an, würde ich sagen, weil sonst ist ja alles durcheinander. Aber komplett. Noch ein kleiner Happen. Ein Happen. Aber das Happen. Ist ja schon schön hier eigentlich, gell? Ja. Wenn die nicht so doof wären. Na gut, das sind halt so Zombies jetzt, ne? Ja, aber die mag doch keiner. Nö. Ich auch nicht. Du brauchst es nicht mehr, oder? So. Days, hours, minutes, seconds. Also hier lief irgendein Timer ab und der ist jetzt, ne, durch. Sehr verrückt. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, wenn man... was ist denn das hier? Ja, nur vom Feinsten. Nein, schau mal, was hier auf dem Tisch liegt. Ja, Gehirn, oder? Nein.
Ja, was zu essen für uns? Nein, nein, schau doch mal hier. Da, hier ist ein Kopf. Und es geht bis hier runter und hier ist noch ein Kopf. Naja, den sind wir schon mal begegnet. Den Kollegen. So. Ich weiß halt nicht so genau, ob man diese Fleischbällchen essen sollte, weißt du? Ich hau mir die ganze Zeit rein. Ja, toll. Und dann verwandelst dich bei uns? Holo Springs, Puff Corp. Oh, schau mal, ich habe hier das Kärtchen von Pafton gefunden. Hab ich auch. Guck mal, hier gibt's Fitnessstudio für uns, ne? Ja, ja, ich komme gleich. Salat. Und von der Barbara Pafton habe ich es auch gefunden. Luxuriöse Bunker für sie und ihn. Und für der Bertie. Die saß hier. Ja, toll, oder? Nehmen wir so einen? Ja. Dann können wir ja aufhören zu bauen, oder? Das ist der Golfplatz. Der Bagger, ich hab den Bagger. Aber man konnte nicht fahren mit ihm. Ist hier Sternkreiszeichen? Also, ja. Holo Springs. Ah ja, der steht hier überall rum. Na, hörst du auf, den kaputt zu machen? Puff, komm. Oh, schau, unser Hubschrauber. Ach, du siehst da noch was? Ich hab nichts mehr. Ah, du hast den Bildschirm auf mich geschmissen. Das ist so los, wir müssen hier tauchen. Tauchen Sie bitte. Nein, warte mal, ich muss hier hinten noch gucken. Habe ich schon alles gegessen, was es da hinten gibt. Noch ein kleiner Speckwürfel. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gesund ist. Mir schmeckt das. Aber die Dosen, die nehme ich mit. Die sind gut. Ja. Oh, Disco. Drehst du jetzt durch? Nee, gut. Ich würde sagen, wir tauchen ab in die Fluten, bevor die Ausschmeißer kommen, oder? Was sagst du dazu? Hm. Ich habe eine Platine gesammelt, so. Hitch. Ich mag da drin nicht schwimmen. Ach komm jetzt, stell die nicht so an. Das könnte man sogar trinken. Keine Ahnung, wo es lang geht. Weißt du, wo es lang geht? Nö. Ja, nicht. Ich schwimme dir halt hinterher, wie immer. Das ist nett. Hm? Ich habe da ein Loch gefunden. Mhm. Oh. Kommen wir jetzt wieder raus, eigentlich? Keine Ahnung, wo wir hinkommen. Du fragst mich Sachen. Aber da die Special Forces ja hier durch sind, ich gehe davon aus. Du guck. Oh, oh. Hier sind ein paar Kollegen. Oh, na toll, weißt du. Hier ist eine Frau. Immer wenn ich irgendwie dir folge, komme ich am Schluss. Ich frage sie mal, ob alles in Ordnung ist. Ja, mit ihr ist soweit alles okay. Da ist noch einer. Grüß Gott. Ich wollte nur fragen, wo es hier lang geht. Geradeaus? Okay. Geradeaus, hat er gesagt. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Ich hab das nicht verstanden. Schon. Oh oh. Das ist aber gruselig, weißt du? Oh. Das hat wehgetan, oder? Ein bisschen. Nicht viel. Ein ganz klein wenig. Eieieiei. Das ist alles sehr spannend hier. Da kommt eine enge Stelle. Weißt du, da kommt... Ja, was? Da ist man gerade noch in diesen super luxuriösen Dingen. Oh, und auf einmal kriegt man wieder... Hast du nicht noch eine Granate? Ich hätte noch eine, ja, tatsächlich. Aber ich weiß gerade nicht, das macht nicht viel Sinn. Doch. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich geschlagen, ne? Nee, mich hast du nicht geschlagen. Baby ist alles... Ja gut, das eine Baby, das kriegt man jetzt so durch. Ah, ne? Aber ich hab na gut. Ich habe so viele lecker Speckwürfel gegessen. Mir geht's richtig gut. Mhm.
Wird dir gleich ein drittes Bein wachsen, weißt du? Ein dritter Arm wäre mir viel lieber. Da könnte ich eine Knarre tragen und eine Nahkampfwaffe. Wir haben immer noch nicht Virgis Anziehsachen gefunden. Nee. Ist ja furchtbar. So, davon geht's wohl raus. Ih, hier ist was Schleimiges. Müll. Ih. So, schön durchzwängen hier. Oh, was ist das hier? Voilà. Guten Tag. Oh. Bitte nicht. Lustig. Ich will keinen Golfwagen mehr haben. Ich schaden. Da hinten sind alle deine Kumpels, kommen da gerade. Oh, oh, Achtung, er schießt. Was? Hallo? Wir können das auch. Leute, wir können das auch, was ihr könnt. Ich habe keine Munition mehr, ist ja ganz schön doof, oder? Ja. Ah. Eine weint, bis einer heult. Ja, ich hasse diese Dinger. So, wenn ich keine Munition mehr habe, dann muss ich halt, ne? Dann müssen wir halt fahren. Können wir wieder bei die Hasen vorbeischauen? Oh, die macht mich fertig. Ich würde gern erstmal wenden. Na dann? Erstmal wenden, ja? Terminator, ja, wir müssen auch Schluss machen, ja, eigentlich. Aber sind wir schon. Wir schauen uns nochmal bei den Hasen vorbei und dann hören wir auch auf. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ja, Terminator, da vielen, vielen Dank. So. So, ich fahre mal grob in die Richtung, ja? Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Achso, wann streamen wir wieder eigentlich? Also am Wochenende auf jeden Fall? Am Wochenende auf jeden Fall, ja. Entschuldigung, ich muss da mal durch. Am Wochenende auch sowieso, ja. Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du unter der Woche, keine Ahnung. Ja, diese Woche, ja, schwierig. Ja. Einfach zeitlich. Müssen mal gucken, ob Olli spontan mal, aber am Wochenende auf jeden Fall. Ja. Ganz bestimmt. So, ich fahr mal. Aber das klappt jetzt schon besser, ne, mit dem... Naja, aber... Oh, sagte sie und... Kaum sag ich's. Du darfst sowas nicht sagen, weißt du? Das ist wieder ein Camp da drüben. Sehr gut. So, ich glaube, hier geht's nicht runter, oder? Ich glaube, das ist schlecht, wenn wir hier runterfahren. Ich glaube, runter kommen wir immer, aber... Hier ist ein See. Hier ist ein kleiner Tümpel. El Tümpel. Das ist doch nett. Hier hinten ein bisschen langfahren. Das ist aber auch, hat aber auch was Beruhigendes, ne? Ja, das Geräusch, weißt du, dieses... Ja. Und jetzt, wie kommen wir jetzt darüber? Naja, über die Brücke, wir haben noch eine Brücke. Nee, wir müssen ja erstmal generell über diesen Fluss kommen. Naja, fahr doch einfach erstmal weiter. Vielleicht kommt irgendwann eine Stelle, weißt du? Sicher. Aber nicht, wenn du gegen den Baum fährst. Ja, ich weiß ja nicht, wer den Baum da hingestellt hat. Ja, da ist noch einer. Ich war es nicht. Du kannst da vorne rumfahren, siehst du das? Ja, hier, ne? Ja. Geil. Geil. Coole Sache, ne? Jetzt geht's da lang? Nein, das, ich hab's gewusst. Was denn? Da ist kein Weg, dass du jetzt querfeld einfährst, wusste ich. Wusstest du gar nicht. Du hast dir gedacht, das dauert mir viel zu lange, ja, bis ich da jetzt drum rumgefahren bin. Ich muss nur hier ein bisschen, weißt du, durch die Bäume irgendwie durchkommen. Mhm. Da, schau dir das an. Perfekt. Ah! Oh, oh, der ist ein verkokelter schon mal. Der ist ja doof. Ob der uns aufs Auto springt? Vorsehen. Oh, Bambi. Oh, das können wir brauchen. Warte mal. Lebt denn Bambi? Bambi lebt doch noch. Ja, es haut gerade ab. Ach so. Ah, scheiße. Ah! Was denn jetzt? Wie wär's, wenn du mich mitnimmst? Boah, ich nehme doch hier nicht jeden mit. So, jetzt bin ich drin. Danke. Bist du gemein, weißt du? So, warte mal. Wir müssen jetzt hier den Weg lang, ja? Fährst einfach weiter ohne mich. Nee, niemals. Und dann müssen wir hier vorne abbiegen. Hier muss irgendwo eine...
Einbiegung kommen. Da. Jetzt hier irgendwo? Sieht man aber nicht, weißt du, die Straßenleute hier, die kümmern sich aber um gar nichts, ey. Nee. Furchtbar. Ich will schon mal bei den Stadtwerken hier beschweren. Ja, weißt ja, du? Ja. Guten Tag. Oh. Das ist umgefallen. Aber das war jetzt hin, gell? Das war hin. Komm, wir steigen mal aus. Wir müssen mal gucken. Ja, hier. Ja, irgendeiner hat das arme Reh überfahren. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Junge, Junge, Junge. Das bei dem Wetter, weißt du? Das ist eigentlich, weißt du... Furchtbar. Was ist denn mit dir? Gehst du mal weg? Wir wollen Der wollte unser Auto haben. Ja, aber ja nicht, ja, ne? So geht das nicht, Leute. Das ist unser Auto, ne? Das haben wir uns verdient. Junge, Junge, Junge. Kann ja jeder kommen. So, da sind wir doch schon wieder an unserer Kreuzung hier. So schnell geht es. So, ich parke in die Richtung ein und dann gehen wir nochmal gucken. Geh wie Gustav. Genau, und du gehst wieder durch den Wald. Ich gehe wieder durch den Wald, jawohl. Hier schreit auf jeden Fall einer rum. Und hier schreit irgendjemand, ja. Da läuft ein Hase direkt Richtung Falle, aber leider nicht in die Falle rein. Kollege, du musst da mal weggehen. Mann, jetzt sind so viele Fallen hier, weißt du? Ja, und jetzt rennt der Depp auch noch. War so ein Idiot. Nicht, dass der noch in der Falle rennt, weißt du? Ja, das brauchen wir ja nicht hier. So, der Hase war gerade hier über den Fluss geflitzt. Ein sogenannter Flussflitzhase. Ein Flussflitzhase? Ja. Nee, der ist abgehauen. Na toll. Das war ja wieder mal nichts. Das mit den Hasen ist ganz schön schwer, gell? Das also, das muss man schon mal sagen. Das ging früher einfacher. Ja. Ich glaube, da hinten krabbelt doch der Typ irgendwo rum bei dir, oder? Ja, früher hast du ständig Viecher gehabt in den Fallen. Ja. Immer und immer und immer wieder. Aber heute... Zeiten ändern sich, weißt du? Tja, nix da. Nix da. Tut mir leid. Der arme kleine weiße Hase alleine bleiben. Ja. Das tut mir so leid. Ja. Ich hätte ihm noch einen Freund gewünscht. Aber es ist halt so, weißt du? Guten Tag. Bäh. Grüß Gott. Servus. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist ein bisschen rutschig heute, gell? Ja, 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 es war keine Absicht, ist klar, ist klar, ist klar. Oh. So, kannst du da rüber fliegen? Hui! Nein. Nein. Aber wir haben ja Trick 17. Den hast du, ja? So. Moment. Nehmen Sie Platz, es geht sofort jawohl, weiter. Jawohl, jawohl. So, upala. Ja, das kannst du jetzt vor der Tür stehen lassen. Da ist der Nachbar, guckt schon, siehst du? Servus. Ja, wir haben ein neues Auto. Ja, ja, Leasing, Leasing, Freunde. Jedes Jahr ein neues Auto. Aber wer hat denn die Bäume bei uns in die Einfahrt gestellt? Spinnt die jetzt komplett? Junge, Junge, Junge. Ach nee, das können wir nicht davor stehen lassen. Warum nicht? Ja, weil die sonst drüber springen über das Auto. So, aber wir müssen definitiv da hinten die beiden Bäume wegmachen. Ja. Da kommen wir nicht rundherum. Oder? Gehen die? Warte mal, ich gehe mal gucken. Nö, die gehen, ist okay. Ja. Ja, wunderbar. Schön.